Im vierten Teil der Dülmener Geschichten wollen wir Ihnen wieder zurückliegende Ereignisse aus den letzten 25 Jahren in Erinnerung rufen. Diesmal zeigen wir Ihnen vier Filme aus den Jahren 1994, 95, 97 und 99. Viele können sich vielleicht noch an die Post erinnern, die sehr lange im Postgebäude an der Lüdinghauser Straße zu finden war. Ein Videokurs der VHS hat in einem Film von 1994 die Arbeit der Post vom Absender bis zum Empfänger dokumentiert. Fax und Computer-Mailbox wird vielfach angenommen, dass der Briefverkehr insgesamt rückläufig ist. Mit diesem Film wollen wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit der Bundespost geben und aufzeigen, dass nach wie vor eine große Anzahl von Briefsendungen die Postämter durchläuft. Damit die Post den Brief weiterleiten kann, muss er zunächst in einen Postbriefkasten eingeworfen werden. Diese stehen in allen Stadtteilen und werden zu unterschiedlichen Zeiten geleert. Der Postbedienstete bringt die Sendung zum Postamt. Dort werden zunächst die auf den Sendungen aufgeklebten Briefmarken durch Stempelaufdruck entwertet. Neben dem Handstempel, der übrigens nur noch in Einzelfällen zum Einsatz kommt, findet ansonsten das maschinelle Stempelverfahren Anwendung. Die Sendungen werden jetzt in Postsäcken und Sammelboxen zum Sortieren weiter befördert. Im Sortierraum werden diese Sendungen zunächst auf einen Vorsortiertisch ausgeschüttet. Hier werden die verschiedenen Sendungen, Zeitungen, Briefe, Einschreiben etc. voneinander getrennt. Nun werden die Briefsendungen in mehreren Arbeitsgängen sortiert. Die Mitarbeiter der Vorverteilung ordnen die Briefe zunächst nach Postzustellbezirken. Insgesamt 69 Vollzeit- und 8 Teilzeitbeschäftigte versehen beim Postamt Dülmen ihren Dienst. Darüber hinaus sind zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel vor Weihnachten, Aushilfskräfte tätig. Pro Tag werden im Durchschnitt 15.000 bis 20.000 Kurzbriefe und 5.000 bis 7.000 Langbriefe sortiert und weitergeleitet. Hinzu kommen noch rund 4.000 Zeitungsexemplare, besonders für Zeitungsleser der ländlichen Gebiete, die täglich zugestellt werden müssen. Eine beachtliche Anzahl von Sendungen. Unser Brief hat mittlerweile auch die Fächer der Vorsortierung erreicht. Mitarbeiter entnehmen jetzt die nach Postzustellbezirken vorsortierten Briefe den Fächern. In der Feinsortierung werden diese Briefe nunmehr nach Straßen und Hausnummern in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Diese Sortierung nimmt wiederum einige Zeit in Anspruch. Inzwischen waren auch die Mitarbeiter der Paketverteilung nicht untätig. Die Wagen sind beladen. Nach einem guten Frühstück kann die Verteilung losgehen. Für die Verteilung von Brief- und Paketsendungen bedient sich die Post eines ansehnlichen Fuhrwerks. Das Stadtgebiet ist in 32 Bezirke eingeteilt, von denen in 13 mit Pkw, in 14 mit dem Rad und in 5 zu Fuß mittels Handwagen zugestellt wird. Jeder Zusteller belädt sein Fahrzeug. Der Zusteller unseres Briefes ist mit der Sortierung und dem Packen der Posttaschen fertig. Die Zustellung kann losgehen. Bei Wind und Wetter erfolgt nun die Postzustellung. Thank you.
Bei großen Firmen und Behörden ist eine Zustellung allerdings nicht erforderlich, da die Post in Postfächer zur Selbstabholung bereitgelegt wird. Unser Briefträger hat jetzt das Haus des Empfängers unseres Briefes erreicht und stellt den Brief zu. Na dann, viel Vergnügen beim Lesen. Eine Bauernolympiade lockte 1995 etliche Zuschauer nach Rorup. Mit verschiedenen Geschicklichkeitsübungen konnten die Teilnehmer ihre Fitness unter Beweis stellen. Und hopp und hoch und weg mit dem Strohballen. Hoch her ging es am Ende des Sommers in Rorup. Gegen Ende der Sommerferien veranstaltete die Landjugendbewegung in Rorup eine zünftige Bauernolympiade, bei der ein jeder sein Können unter Beweis stellen konnte. Nur für geübte Könner war diese Übung mit dem Traktor gedacht, die wohl selbst in der Sendung Wetten, dass Staunen erzeugt hätte. Gerüchten zufolge wollen die Teilnehmer beim nächsten Mal rohe Eier verwenden. Na. Spiele ohne Grenzen lässt grüßen. Spiele mit Wasser durften natürlich hier auch nicht fehlen, wie diese Übungsanlage zum Herüberhandeln beweist. Und ebenso einfallsreich war auch dieses Spiel, bei dem es äußerst nass zuging. Ob der Teilnehmer wohl wegen unerlaubten Hakens disqualifiziert wurde? Die sichere Handhabung eines Traktors konnte man hier beim Geschicklichkeitsspiel unter Beweis stellen, bei dem mit Hilfe von zwei Traktoren eine Ebene schief oder gerade gestellt werden sollte. Und es geht. Einen Vorschlag, wie die Feuerwehr möglichst originell ihr Wasser zur Brandstelle transportieren kann, konnte man hier ausprobieren. Und nicht nur Muhammad Ali und Henry Maske wissen sich im schwingenden Seil zu bewegen. Hoppla. Und wer noch nicht wusste, wie viel Wasser er auf seinem Körper ohne Zuhilfenahme der Arme transportieren kann, konnte und durfte es hier ausprobieren. Und es soll auch ein wenig Schmierseife im Spiel gewesen sein. Alles in allem hätte diese interessante Veranstaltung doch mehr Zuschauer verdient. Gut, dass wir dabei waren. Zum Bürgertreff am 3. Oktober fanden sich 1997 viele Dülmener Bürger auf dem Marktplatz zusammen. Etliche Vereine präsentierten sich an ihrem Stand.
Der Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober war auch in diesem Jahr in Dülmen ein Feiertag im wahrsten Sinne des Wortes. Die Stadtverwaltung Dülmen und Dülmener Vereine hatten sich mit Ständen auf dem Marktplatz gruppiert. Am Stand der Bücherei gab es Bücher zu erwerben. Für alle war etwas dabei. Am Schminkstand konnten sich die Kinder verschönern lassen. Sogar ein Kinderkarussell drehte sich. Und wer sich einmal beim Melken versuchen wollte, konnte dies am Infostand des Landwirtschaftsvereins gefahrlos tun. Eine Reihe von Verzehrständen boten Gaumenfreuden für jeden Geschmack an. Doch nicht nur Verzehrstände gab es zu sehen. Eine Reihe von Informations- und Verkaufsständen Dülmener Vereine waren vorhanden. Auch Kunsthandwerkliches wurde angeboten und fand seine Käufer. An manchen Ständen wurde für karitative Zwecke gesammelt, so der Aktionskreis Pater Beda, der mit einer Bildwand auf die Verhältnisse in der Dritten Welt aufmerksam machte. Im Mittelpunkt stand jedoch die große Aktionsbühne mit wechselnden Darbietungen. Verschiedene Bands unterhielten die Besucher. Am Spätnachmittag stellten die Darbietungen der Kindergruppen der Tanzsportfreunde einen besonderen Höhepunkt dar. Zu Disco-Klängen zeigten zuerst die Kleinsten, später die Jugendlichen, was sie bereits gelernt hatten. Ein Bürgertreff, der wieder alle Erwartungen erfüllte. Zum Schluss zeigen wir Ihnen einen Film von der Kaminsprengung auf dem Bendix-Gelände im Jahr 1999. Damals wurde ein Schornstein gesprengt. Am Samstag, dem 30. Oktober, war es soweit. Der nicht mehr standsichere Schornstein auf dem Bendix-Gelände sollte gesprengt werden. Zur Vorbereitung wurden am Sockel große Sprenglöcher vorbereitet, um die Fallrichtung festzulegen. Gegen 14.30 Uhr wurde gezündet. Eine ganze Reihe von Zuschauern hatten sich eingefunden und konnten feststellen, dass der Turm genau so wie vorher berechnet zu Boden fiel. Jetzt stehen der geplanten Neubebauung des Geländes keine Hindernisse mehr im Weg.